Ja, also die Herren auf Platz 9 gelandet. Nachher. Daniel Jochum. Salomon TT im Kleinwalzertal. Auf Platz 8 vom SV Mindelzell, Marius Forstner. Manuel, Gratulation. Auf Platz 7 vom Team Thema Radiofahrer, der schnellste aus dem ganz, ganz großen Team der Radiofarm aus dem Donautal, Sebastian Kuhn. Vom TV Detting Wieler, auch schon beim Triathlon dabei gewesen. Und der nächstplatzierte, Platz 6, TB Cannstatt, Simon Sauter. Kein Unbekannter, der Simon, ne? Hat schon große Marathons gewonnen. Koblenz habe ich immer als Sieger. Dann vom Namenssponsor, langjährigen Partner von der Firma Beurer, Platz 5, Maxim Fuchs. Also der Maxim startet eigentlich für die LG Passau, gell? Für Günter Zahn, der hatte 1972 das olympische Feuer, die Fahne, als Schlussläufer getragen. Er, der Niedermeier, heute hier in Ulm, ganz vorne dabei. Ja, und jetzt waren das alles so 1,15, 1,14er Zeiten. Jetzt kommen wir in die 1,12 hoch mit 1,12,50 auf Platz 4 vom Team Runners Point Ulm. Lukas Bauer. Hast du bedacht, dass die alle einen Platz halten? Der Lukas Bauer, toll, Lukas. Ja, die schnellen Essex an. In 1,12,10 USV Erfurt. Ja, Platz 3, Christoph Weigel. Wie wär's in 3 Wochen beim Zwiebelmarkt? Bist du dabei? In Weimar? Mal schauen. Schau mal, ich bin da. Ja, und zum wiederholten Mal sehr, sehr schnell dabei. Unser Zweitplatzierter heute vom SSV Ulm 1846 in 1,11,51. 3, Darko Tesic. Kannst du dich erinnern, vor 2 Jahren war er der Sieger im Marathon, der Darko in Frankfurt. Bei den Deutschen habe ich den Darko angesagt. Darko, an dich die Frage, sehen wir uns in 5 Wochen in Frankfurt bei den Deutschen Meisterschaften? Dann sehen wir uns wieder. Dann läufst du auf mich zu bei Kilometer 42 und dann sage ich dir, der war in Ulm Zweiter und Erster war er. Ja, obwohl MC gesagt hat, er hatte Probleme mit dem Fuß, hat es trotzdem geschafft, als schnellster Mann ins Ziel zu gehen, mit 17,4 Sekunden Vorsprung. Der Erste, der Sieger des Beurer Halbmarathons in der Wertung der Herren, muss man heute sagen, von Sapi Runability, SSV Ulm 1846, Efrem Tadese. Herzlichen Glückwunsch! Ja, interessant, Tadese ist in Eritrea, da kommt er her, ein Name wie Baumann, wie Beck, wie Schmidt. Es gibt einen Weltmeister, Tadese, Zakaria Tadese. Er die Nummer 1, 2 und so weiter. Ja, toll. Wir haben heute den ungewöhnlichen Fall, dass wir dazu sagen müssen, die Nummer 1 der Herren. Er ist nicht der Gesamtsieger des Beurer Halbmarathons. Warum? Der Gesamtsieger ist eine Gesamtsiegerin. Das die schnellsten Männer also. Nochmals, geehrt von Thomas Hofer vom SSV Ulm 1846. Und jetzt kommen die 10 schnellsten Frauen zu uns. Hier unsere schnellsten Frauen, die Top 10. Platz 10 aus dem Beurer Team, Susi Lell. Nicht da, die 9 steht da. Platz 9, SG Niederwangen, Stefanie Wunderle. Platz 8 vom Team Sportfreund, Daniel Unger, Mayre Turpeinen. Ja, Sportfreund, da verbirgt sich der Weltmeister Daniel Unger dahinter. Platz 7, AST Süßen, Sonja Stache. Nicht da. Platz 6, von der TSG gingen Karin Elsholz.
Applaus für die Karin. Platz 5, BMW Car IT, heute nicht mit dem Auto unterwegs, sondern zu Fuß, Barbara Rössle. Platz 4, Radio 7 Laufteam, das freut mich natürlich ganz besonders, Verena Andelfinger. Und wir kommen zum Treppchen. 1:24.08.3 mit 12:48 Abstand auf die Siegerin von aus Westerstetten, Susanne Hafner. Heute das Radio 7 Laufteam abgehängt von den Kollegen der Südwestpresse plus Südwestpresse Laufteam in 1:19.21 Platz 2, Michaela Segalada. Und jetzt, liebe Gäste, ein ganz besonderer Moment. Vor 22 Jahren wurde 1995 ein deutscher Rekord über die Halbmarathondistanz aufgestellt. In der Klasse U23. Zwei Jahre später wurde sie erstmal geboren. Heute auf Platz 1 und damit auch Siegerin insgesamt schneller als die Männer unterwegs gewesen. In 1:11.20.3 vom SSV Ulm 1846 e.V. Team Weideglück. Hier ist begrüßt mit einem Riesenapplaus Alina Reh. Nochmals, das war im April in Berlin. Carsten Eich lief damals den immer noch bestehenden Halbmarathon-Rekord in 60:32. Und Sonja Krolik-Oberen heißt sie heute. Damals war sie zweifache Vizeweltmeisterin, hatte gerade umgesattelt und lief zur Verblüffung aller einen neuen deutschen Rekord. Und dieser bestand bis heute. Und heute hast du diesen Rekord um 22 Sekunden. Also das sind, jetzt Herr Sonja, 130 Meter genommen. Schon toll gemacht. Wie fühlst du dich? Ja, bisher noch ganz gut. Ich glaube, die Anstrengungen kommen dann erst morgen raus. Bis jetzt bin ich noch überwältigt und ja, freue mich einfach. Ja, wir bedanken uns. Natürlich bei dir. Du stehst immer noch am Anfang einer großen Karriere. Ich kann es jetzt als jetzt sagen. Ich weiß, jetzt setze ich dich nicht unter Druck. Deswegen habe ich es heute Morgen nicht gesagt. Ich habe damit gerechnet. Ich habe die Zahlen tagelang im Kopf gespeichert und war zwischenzeitlich mal enttäuscht, weil ich habe eine falsche Zwischenzeit bekommen. Aber dann kam dieses Resultat raus. Erinnert euch an meine Worte vom 17. September 2017. In 3, 4, 5 Jahren, wenn du gesund bleibst, wenn der liebe Gott da oben dir die Kraft gibt und alles weiterhin stimmt und wenn du hier weiterhin in diesem schönen Ländle dich so wohl fühlst, dann bist du für mich eine Kandidatin für eine 1:08. Das habe ich jetzt gesagt und das nehme ich auch nicht zurück. Alina Reh, die deutsche Rekordlerin in der U23 vom SSV 1846 Ulm. Und ich gehe jetzt zum Zieleinlauf der Männer-Marathon. Aber wir wollen den Tag und diesen besonderen Moment mit einer schönen Laola auf Münsterplatz mal feiern. Nehmt mal alle die Arme nach vorn, habt ihr Platz? Arme nach vorn, nach vorn, nach vorn, nach vorn, nach vorn. Oh. Alina, genießt den Augenblick. Und euch natürlich auch. Dankeschön. An die Top-Frauen heute beim Beurer Halbmarathon. Ein ganz, ganz toller Tag für uns alle. Super gemacht.
Ja, und super hier, die Halbmarathon ist. Nicht jeder kann alle so schnell sein wie Alina, der Miguel Virolo Lopez, der Mostafa Sophie Gohale.